Ja, ich nutze gerade die Gelegenheit, noch was zu diesen Unterlagen zu sagen. Mein Name ist Christian Wendling, ich komme auch aus dem Haus der Architektur, bin hier der Geschäftsführer und werde zusammen mit Regina Stottrop das Verfahren betreuen, werde auch ihr Ansprechpartner sein, wenn es um Fragen geht. Also dann sitze ich da und öffne die E-Mails, bin am Telefon und werde die ganzen Fragen auch sammeln und filtern, intern klären und dann ins Internet stellen. Vielleicht noch eine kurze Information. Sie haben ja heute sehr viele Folien bekommen, gesehen und sehr viele Informationen auch erhalten, die darüber hinausgehen, Bewerbungsunterlagen. Ich glaube, wir können die Folien von heute auch ins Internet stellen. Ja, das haben ja alle gesehen. Das wird also heute Abend oder morgen früh der Fall sein. Ansonsten gibt es die Bewerbungsunterlagen als PDF-Datei. Ich habe die jetzt hier mal ausgedruckt. Das sind so knapp 35 Seiten. Die können Sie also dort herunterladen, können Sie ausdrucken. Passen Sie auf, das sind ein paar Blätter größer als DIN A4, weil das Pläne sind. Die müssten Sie dann beim Ausdrucken entsprechend verkleinern. Die Datei steht jetzt schon online. Alle Formblätter sind schon online und die Formblätter sind in verschiedenen Office-Formaten, auch als PDF, wenn jemand kein Office hat, sodass Sie eigentlich alle Möglichkeiten haben, das auch am Bildschirm auszufüllen oder per Hand. Wenn es irgendwie technische Probleme gibt, melden Sie sich bitte sofort, dass wir das auch klären können, denn das kommt den anderen ja dann auch zugute. Jetzt habe ich ein Mikrofon. Wir haben auch ein Mikrofon. Johannes Roderer, unser Kollege, bekommt jetzt das Mikro und geht zu Ihnen hin. Achso, noch eine andere Sache vielleicht. Wir nehmen die ganze Veranstaltung heute auf Video auf. So, wenn die dann geschnitten ist, wird sie auch morgen oder übermorgen im Netz stehen. Wir werden auch auf der Internetseite den Link dazu runterladen, sodass also auch Personen aus Ihren Gruppen, die heute nicht dabei sein konnten, die Gelegenheit haben, das alles nochmal zu verifizieren, was heute gesagt wurde. Also den Link bekommen Sie dann auch morgen früh oder morgen im Laufe des Tages auf der Internetseite.